Läuft auf jeden Fall. Ja, wir befinden uns hier tatsächlich in HEMA. Die Einsatzkräfte haben um kurz vor sieben den Einsatz erhalten, beziehungsweise den Notruf erhalten, dass es hier zu einer Explosion gekommen ist. Ein Mehrfamilienhaus ist tatsächlich hier in dem Bereich durch eine Explosion komplett zum Einsturz gekommen. Die Einsatzkräfte haben hier vor Ort auch das Bild vorgefunden, ein komplettes Trümmerfeld tatsächlich, komplettes Haus eingestürzt. Aktuell laufen hier auch noch die Rettungsaktionen der Feuerwehr. Die sind hier zum Großteil beteiligt. Ja, die Szenerie, die sich hier den Einsatzkräften geboten hat, ist natürlich die, das ist keine alltägliche Szene. Es ist tatsächlich so, dass dieses Mehrfamilienhaus, Mehrparteienhaus komplett zum Einsturz gekommen ist. Das bedeutet, sämtliche Mauern, Grundriss wirklich zum Einsturz gekommen ist. Dementsprechend groß ist auch das Trümmerfeld, was die Einsatzkräfte hier vorgefunden haben. Ja, wir haben derzeit Kenntnis darüber, dass es eine schwer verletzte Person gibt, sowie drei leicht verletzte Personen. Darüber hinaus ist es so, dass durch die Feuerwehr Kontakt auch zu Personen unter den Trümmern hergestellt wurde, zu insgesamt drei Personen zunächst. Wir müssen natürlich jetzt noch letztlich gucken, identifizieren. Handelt es sich bei diesen drei Personen, den vielleicht vermissten Personen, um Bewohner des Hauses, handelt es sich um Besucher? Das ist momentan alles Gegenstand unserer polizeilichen Ermittlungen, die auch im Hintergrund laufen. Momentan ist tatsächlich die Rettung immer noch vorrangig. Wie gesagt, wir haben verschüttete Personen. Da ist die Feuerwehr als rettende tätige Kraft momentan federführend. Wir als Polizei unterstützen natürlich trotzdem im Hintergrund. Wir sperren ab letztlich und stehen auch bereit, wenn hier weitere Maßnahmen durch uns getroffen werden müssen. Definitiv. Also wir gehen derzeit davon aus, wie gesagt, aufgrund der Größe des Trümmerfeldes auch, dass sich das noch wirklich bis in die Morgenstunden definitiv hier am Einsatzort auch so mit den Ad-hoc-Maßnahmen ziehen wird. Die Ermittlungen laufen tatsächlich auf Hochtouren, was die Ursache angeht im Hintergrund. Priorität Nummer eins ist natürlich immer noch die Rettung der Person, solange Personen sich wirklich noch unter den Trümmern befinden. Priorität Nummer zwei, letztlich Ursachenforschung durch uns, die läuft natürlich parallel an. Derzeit Kenntnisstand ist, dass es wohl zu einer Explosion gekommen ist aufgrund eines Gastanks. Inwiefern es zu dieser Explosion kommen konnte, ist wie gesagt Gegenstand der Ermittlungen. Das wird sich jetzt in den nächsten Stunden bis nächsten Tag morgen zeigen. Ja, umliegende Gebäude, tatsächlich direkt angrenzende Gebäude, sind tatsächlich evakuiert worden, einfach aus Sicherheitsgründen. Durch die Druckwelle war es tatsächlich so, dass Fenster und Scheiben tatsächlich in dem Bereich der direkt angrenzenden Gebäude im rückwärtigen Bereich beschädigt wurden. Die Personen, die sich in dem Haus befunden haben, sind evakuiert worden und durch die Stadt zunächst in einem Linienbus untergebracht worden. Da wird sich letztlich jetzt um die weitere Unterkunft gekümmert. Genau, also wir haben die Straßensperrungen tatsächlich im gesamten Bereich. Hauptsächlich natürlich unten betroffen, Hauptverkehrsader hier in HEMA, die Hauptstraße. Da gibt es natürlich Verkehrseinschränkungen letztlich, aber es ist nun mal so, dass wir als Einsatzkräfte hier momentan wirklich zahlreich vor Ort sind und auch dementsprechend den Platz einfach benötigen.
Wir befinden uns in Hema im Ortsteil Westig. Hier ist es um kurz nach 19 Uhr zu einer schweren Explosion gekommen. Durch die Explosion ist ein Sechsparteienhaus schwer zerstört worden. In dem zerstörten Mehrfamilienhaus unter den Trümmern befinden sich aktuell noch 3 schwerstverletzte Personen. Eine 4. Person wird vermutet, da die Rettungshunde der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Iserlohn dort angeschlagen haben. Und wir sind momentan dabei, mit schwerem Gerät Trümmerteile vorsichtig zu beseitigen, Außenwände zu sichern und haben dadurch oder damit die Menschenrettung eingeleitet. Also vor Ort ist ein Haus völlig zerstört. Das Objekt ist ein großer Berg Schutt sozusagen. Man kann noch Fensterrahmen, eine Dachfläche sehen und unter den Trümmern befinden sich die 3 Personen und eine vermutete Person noch. Wir haben mit 3 Personen Kontakt, wir können mit denen sprechen und versuchen, die vorsichtig und sicher aus den Trümmern zu retten. Die Rettungsarbeiten gestalten sich sehr schwer. Wir haben 2 große Bagger vor Ort, die das schwerste Trümmerteile vorsichtig bewegen und zur Seite transportieren. Des Weiteren sind 2 große Kranfahrzeuge auf dem Weg hier zur Einsatzstelle, womit wir dann auch noch Wände und andere Gegenstände sichern oder aus dem Bereich rausholen können, sodass wir schneller und besser an die Personen kommen. Richtig, die Drohnen, die fliegen über das Trümmerobjekt, sodass wir immer ein aktuelles Lagebild haben, auch von oben, wenn wir jetzt Trümmern beseitigen, dass wir einen Blick haben sozusagen von oben über die Drohne und können dann dadurch auch die Lage besser beurteilen. Wir haben direkt vor Ort auch Rettungskräfte, die parat stehen, sobald die Person die Möglichkeit besteht, die Person zu befreien, dass sie sofort vom Rettungsdienst übernommen wird und versorgt wird und dann dem Krankenhaus zugeführt wird. Wir haben insgesamt 250 Einsatzkräfte hier vor Ort. Für die Einsatzkräfte ist das kein alltäglicher Einsatz, es ist sehr schwer. Wir haben Bewohner, Betroffene, die werden durch PSU-Teams betreut. Das ist die psychosoziale Unterstützung. Des Weiteren haben wir Notfallseelsorger auf der Feuer- und Rettungswache, wo wir dann auch die Personen zuführen können, dass die dort vernünftige, adäquate Gespräche führen können und versorgt und betreut werden. Ja, wir haben also jetzt ausreichend Personal vor Ort, was wir auch zwischendurch austauschen, da die Einsatzstelle sehr schwer zu bearbeiten ist und noch über Stunden dauern wird,
lösen wir unser Personal natürlich auch aus. Und wir rechnen damit, dass wir bis in den frühen Morgenstunden hier vor Ort sind. Also die 250 Einsatzkräfte gestalten sich aus Rettungsdienst. Wir haben zu Anfang, als die Explosion uns gemeldet wurde, auch die MAMF-Stufe 10 ausgegeben. Das heißt Massenanfall von Verletzten. Wir sind von 10 Personen ausgegangen. Dadurch kommt wird sofort ein hoher Kräfteaufwand von Rettungsdiensten alarmiert. Die kommen aus dem Kreisgebiet und auch überörtlich aus dem HSK-Bereich, aus dem Moos-Sauerland-Kreis sind sogar Rettungskräfte und Notarzt hier vor Ort. Des Weiteren Feuerwehr massiv aus HEMA, Feuerwehr Iserlohn, die uns unterstützen, auch mit Bergegerät, die Hunderettungsstaffel. Die Drohne ist von der Feuerwehr Nachrod-Wipping-Werde, die unterstützen uns hier vor Ort. Das THW ist vor Ort. Versorgung läuft hier vor Ort, dass wir alle Essen und Trinken haben. Und auch weitere Einsatzkräfte oder auch Bewohner, die jetzt gerade nicht ins Haus können, auch versorgen können. Das ist für HEMA ein besonderer Einsatz. Wir hatten auch schon mal eine Gasexplosion, aber in dem Ausmaße mit einer Totalzerstörung, das habe ich so noch nicht erlebt.
Der jetzige Stand ist, dass wir gegen 3 Uhr eine männliche Person aus den Trümmerteilen gerettet haben. Die männliche Person haben wir gerettet mit lebensgefährlichen Verletzungen. Und die Person ist im Rettungswagen versorgt worden von den Notärzten und dem Krankenhaus zugeführt worden. Gegen 3.45 Uhr konnten wir eine weibliche Person aus den Trümmern befreien. Die Person hat ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen, ist noch vor Ort und wird gerade noch im RTW versorgt. Ja, wir haben jetzt gerade für einen Moment die Arbeiten auf dem Trümmerfeld eingestellt. Jetzt gehen die Rettungshunde über das Trümmerfeld und unterstützen uns dann nochmal mit der genauen Suche. Und dann, wenn die anschlagen, wissen wir genau, wie wir vorgehen und werden dann den weiteren Einsatzplan sozusagen aufbauen, um die dritte Person zu suchen und zu befreien. Die Rettungskräfte, die direkt vor Ort sind und in den Trümmerteilen arbeiten, das ist lebensgefährlich, sowie diese Zugänge, die wir uns verschaffen haben, da gehen die kopfüber rein, um halt eben mit den verschütteten Personen Kontakt aufzunehmen, die einfach anzusprechen, zu berühren. Und dann haben wir bei beiden das Glück gehabt, die konnten auch einen Zugang legen und die jetzt erstmal versorgen, auch mit Medikamenten. Und des Weiteren werden dann die Trümmern weiter und weiter rausgezogen, unter höchster Vorsicht, und dass wir die befreien können, sodass die dann den Rettungsdiensten übergeben werden können. Also wir schätzen noch, wir haben gleich, glaube ich, 4 Uhr und wir werden bis morgen Mittag hier sein. Gehen wir von aus. Thank you.
konnte die Feuerwehr.